Die Notenbanken haben die große Bazooka ausgepackt gegen das Coronavirus, aber wir stehen so oder so erst am Anfang noch viel weitreichenderer Maßnahmen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf diesen, ja, wahrscheinlich wieder historischen Tag. Man kann es nicht anders sagen. Gestern die Fed mit einer Zinssenkung von 1%, sodass die Zinsen jetzt praktisch nur noch knapp über Null sind in den USA. Gleichzeitig werden mindestens 700 Milliarden in US-Anleihen gepumpt, Quantitative Easing 5 könnte man sagen, plus man hat, was vielleicht sogar noch wichtiger ist, eine koordinierte Aktion mit anderen Notenbanken zur Sicherung von Dollarliquidität. Das heißt, die Fed ist bereit, unbegrenzt Dollars diesen anderen Notenbanken, der Bank of Japan, der EZB, der Bank of Canada, der Schweizer Nationalbank zur Verfügung zu stellen, damit die Banken dann aus diesen jeweiligen Währungsräumen sich von diesen Notenbanken dann wiederum die Dollars besorgen können. Erinnern wir uns, das gab es zuletzt eigentlich in diesem Ausmaß in der Finanzkrise. Damals rettete die Fed mit dieser Aktion die Banken, vor allem in London, internationale Banken, die in London ja praktisch so einen Offshore-Dollar-Markt etabliert hatten. Und faktisch hat damals die Fed damals die europäischen Banken gerettet, die eben riesige Probleme hatten, weil Dollarknappheit herrschte. Der Segen der Fed hat damals dann den Dreh gebracht in der Finanzkrise. Bringt das jetzt den Dreh gegen eine biologische Krise? Unwahrscheinlich. Es muss mehr kommen, es wird mehr kommen. Schauen wir uns die Dinge vielleicht mal an, was jetzt zu erwarten ist. Wir haben zunächst mal jetzt eben diese Thematik hier. Die Fed versucht sozusagen mit konventionellen Maßnahmen gegen ein unkonventionelles Problem zu schießen. Das wird nicht reichen. Investoren fürchten jetzt, dass die geldpolitischen Maßnahmen schlichtweg nicht mehr diese Wirksamkeit haben. Was wir jetzt brauchen, das ist wahrscheinlich eine koordinierte fiskalische Aktion der Staaten. Das dürfte heute möglicherweise schon passieren. Hier zum Beispiel Steve Mnuchin, man überlegt, direkt Cash an Haushalte auszuschütten, Helikoptergeld. All das ist jetzt nicht nur ein theoretisches Konstrukt, sondern wird praktisch immer wahrscheinlicher. Tax Cuts, also Steuersenkungen, gezielte Maßnahmen etc. etc., Infrastrukturprojekte, man kann das ewig fortführen. Also jetzt packt man sozusagen dann auch die Bazooka seitens der Staaten aus. Das zumindest ist das, was die Märkte wird retten können vielleicht. Wir sehen hier, dass viele sagen, naja, das wird nicht reichen. Die sind signifikant, diese Maßnahmen, wie zum Beispiel die Citigroup, aber es reicht nicht. Wir brauchen sozusagen diese koordinierte Aktion der Staaten. Nur die Kombination zwischen dieser Geldpolitik und der koordinierten Staaten ist in der Lage, das Problem zu lösen. Und jetzt haben wir eine Situation, wo wir dermaßen krasse Liquiditätszuflüsse haben. Jetzt stellen Sie sich mal vor, das Coronavirus würde dann im Mai möglicherweise einigermaßen verschwinden. Was dann los ist an den Märkten, das möchte man sich nicht ausmalen. Jedenfalls, die Dinge sind krass. Wir sehen jetzt im asiatischen Handel krasse Bewegungen, zum Beispiel beim australischen Aktienmarkt, der heute am schlechtesten handelt von allen. Wir sehen den größten Tagesverlust seit 1992. Andere Märkte halten sich besser, zum Beispiel den Nikkei nur 1% im Minus, nachdem die Bank of Japan auch weitere Maßnahmen beschlossen hat, wie weitere ETFs zu kaufen. Aber das sieht so ein bisschen aus wie 1987, was wir hier erleben, zumindest anhand des australischen Leitindex. Wir sehen, dass auch hier die ersten US-Staatsanleihen in den negativen Bereich gefallen sind. Das haben sich die Amerikaner eigentlich nicht vorstellen können. Hier zum Beispiel eine kurzlaufende Staatsanleihe mit der Laufzeit 23. April ist derzeit negativ. Die Renditen für US-Staatsanleihen fallen weiter, weil jetzt klar ist, okay, es sind sogar Negativzinsen denkbar. Das gab es vorher nicht. Wir könnten jetzt eine Rallye sehen oder wir sehen einen totalen Crash. Beides ist möglich. Die Rallye wegen den Liquiditätszusagen, den Crash, weil diese Liquiditätszusagen durch die Notenbank nicht reichen, wenn sie nicht assistiert sind mit einer koordinierten Aktion der Staaten. Was wir hier sehen, ist eine Grafik von Lance Roberts. Der zeigt hier, das ist der Kurs des S&P 500, das sind die Gewinne der S&P 500 Unternehmen, die stagnieren seit Jahren. Die Kurse sind gestiegen, die Gewinne sind nicht gestiegen. Wenn jetzt der S&P sich nur der aktuellen oder noch vor einigen Tagen gültigen Gewinnsituation annähern würde, dann wären wir unter der 2000er Marke. Nun dürften aber die Gewinne natürlich auch massiv abstürzen. Apple zum Beispiel hat jetzt alle seine
Läden außerhalb Chinas geschlossen. Das heißt, da findet teilweise nichts mehr statt. Wir haben faktisch einen totalen Stillstand in Europa. Wir bekommen ihn jetzt nach neuesten Informationen auch in den USA. New York schließt alle Schulen, Los Angeles schließt alle Restaurants etc. Das Gleiche wird hier passieren. Wir werden wahrscheinlich in Bayern ab morgen schon keine Gastronomie mehr haben. Es ist eine totale Änderung all unserer Lebensgewohnheiten. Und das große Thema ist, dass wir viel als Europäer viel zu spät oder als Westen viel zu spät darauf reagiert haben. Die Asiaten waren viel konsequenter aufgrund dieser eher kollektivistischen Ideologie, die man dort pflegt. Da setzt man sich dann eben auch über Individualrechte hinweg. Da gibt es dann Apps, wo man sehen kann, wo Corona-Infizierte wohnen. Das ist in Europa schwieriger möglich, im Westen schwieriger möglich, weil wir eben eine Geschichte des Individualismus haben und der Individualrechte. Aber wir haben jetzt eine Chance. Wir haben schlechter reagiert als die Asiaten, die viel schneller, viel konsequenter agiert haben. Und möglicherweise, und das gibt uns Hoffnung, eben die Geschichte schon weitgehend hinter uns oder hinter sich gebracht haben, die Asiaten, nämlich die Chinesen. Auch in Südkorea fallen die Zahlen, während hier in Europa eben die Zahlen jetzt massiv nach oben gehen. Aber wir haben eben eine Chance, wir sind weniger diszipliniert als die Asiaten derzeit im Mindesten. Wir haben aber einen kulturgeschichtlichen Vorteil durch diesen Individualismus. Wir können kreativer sein, wir können unkonventionelle Wege gehen. Dieser Genie-Gedanke des Westens, in dem eben das Individuum im Prinzip als heiliges Gut gilt. Sie kennen die biblische Schöpfungsgeschichte, der Mensch als Krone der Schöpfung. Das gibt es nur in den westlichen Gesellschaften, in christlich-jüdischen Gesellschaften. Das ist ein absoluter Sonderweg. Den sind asiatische Gesellschaften, andere nicht gegangen. Das ist unser Problem auf der einen Seite, aber unsere Chance auf der anderen Seite, indem wir jetzt eben kreativer vorgehen können. Wir müssen jetzt zum Beispiel auch technologisch einen Sprung machen, wenn man sieht, was die Asiaten geschafft haben, mit einer App zum Beispiel. Da ist viel passiert über Big Data, natürlich auch negativ im Sinne von Kontrolle. Aber wir können jetzt und müssen jetzt schnell diese Infrastruktur schaffen mit Apps. Wenn Sie sich mal vorstellen, die Bundesregierung hat eine Hotline eingerichtet. Da werden jetzt Millionen von Menschen von Unternehmen anrufen bei einer Hotline. Da sitzen da vielleicht zwei Leute in einem Mini-Callcenter. Wie soll das gehen? Das muss anders laufen. Da müssen wir jetzt schnell lernen. Das ist die große Herausforderung, die jetzt vor uns liegt. Noch einiges vielleicht Interessantes hier, dass jetzt eben diese Geschichte wohl 1,5 bis 2% des BIPs erstmal kosten wird, was man jetzt an Geld in die Hand nehmen muss. Das sind immense Beträge. Es wird nicht dabei bleiben. Es sind historische Zeiten, gar keine Frage. Angesichts dieser Lage, die immer dramatischer wird. Schauen wir uns die Dinge an. Der DAX jetzt aktuell bei 8.819 Punkten. Die US-Futures vom Handel ausgesetzt. Wir sehen Limit Down schon wieder. Allerdings versucht der DAX sich jetzt ein bisschen zu erholen, gleichwohl unter der 9.000er Marke. Die Fed hat diese Sitzung abgesagt. Das scheint mir so ein Problem zu sein, mental. Dann denken sich die Märkte, da kommt jetzt nichts mehr. Deswegen muss jetzt dringend eben von der Politik etwas kommen. Wir sparen uns die US-Indizes, vielleicht nur ein kurzer Blick auf den Nasdaq. 7.553, da wurde dann der Handel eingestellt. Wir sehen Euro-Dollar in wilder Bewegung, 1.1145. Wir sehen Gold, das nicht so richtig profitieren kann, 1.445. Und wir sehen das amerikanische Crude Oil bei $30,89. Historische Zeiten, was die Märkte jetzt brauchen, ist fiskalische, koordinierte Aktion der Staaten. Die wird wahrscheinlich kommen. Bis sie kommt, kann es sehr, sehr schwierig werden. Normalerweise müsste der S&P eigentlich unter die 2000er Marke fallen. Gleichwohl können wir impulsive, massive, extreme Rallyes sehen aufgrund dieser Liquidität. Es ist schwer zu kalkulieren. Innerhalb einer halben Stunde kann alles wieder komplett anders sein. Eins ist klar, es ist nur der Anfang. Wir sind in einer historischen Zeit, die ist so seit vielleicht 1929 rein wirtschaftstheoretisch nicht mehr gegeben hat, mit einem wirklichen Kollaps der Wirtschaft, klar, Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg, Sondersituation, Krieg, aber das, was wir derzeit erleben, das haben eigentlich alle, fast alle von uns jetzt das erste Mal in ihrer Lebenszeit erlebt. Ich wünsche das Allerbeste. Passen Sie auf sich auf. Servus und ciao.